Hallo ihr Lieben, ich habe eine ganz besondere Last-Minute-Adventskalender-Idee für euch. Der ist ganz schnell gemacht und darüber freut sich garantiert auch jede Nicht-Naschkatze. Und es ist ein ganz wunderschönes Geschenk für den 24., wenn man dann alle Bilder zusammen hat. Und wie ihr so einen Daumenkino-Adventskalender machen könnt, das zeige ich euch jetzt. Wirklich schnell geht es, wenn ihr euer Handy nehmt und damit einfach ein Video dreht, entweder von euch oder von irgendetwas anderem, was euch einfällt. Und wenn ihr das Ganze so machen möchtet wie ich, braucht ihr ganz viel Glitzer. Für mein Video habe ich mir die Kamera einfach aufs Stativ gestellt und mich dann gefilmt und so sieht jetzt mein fertiges Video aus. Und ihr seht schon, am besten ist es, wenn man den Bewegungsablauf möglichst langsam und kontrolliert macht. Und mit dem Handy funktioniert es jetzt ganz einfach. Ich nehme mir hier mein Video und mache verschiedene Screenshots. Also scroll immer so ein paar Bilder weiter, mache einen Screenshot und dann wieder ein paar Bilder weiter scrollen und einen Screenshot machen. Hier könnt ihr erstmal jede Menge Screenshots machen und die dann später aussortieren. Ich habe jetzt hier immer 4 in jeder Reihe, das heißt, insgesamt 6 solcher Reihen darf ich verwenden. Und da sortiere ich jetzt einfach die Bilder aus, die jetzt vielleicht nicht ganz so toll sind und einzeln nicht so gut aussehen. Aber nur so viele aussortieren, dass es noch einen Bewegungsablauf ergibt. Und das kann man auf dem Handy ja ganz gut nachkontrollieren, indem man einfach mal die Bilder, die man hat, noch durchscrollt. Die 24 Bilder müssen jetzt nur noch ausgedruckt werden. Und weil ich den Polaroid-Look total liebe, habe ich das Ganze mit meinem Fotodrucker ausgedruckt. Das Praktische ist, die Bilder sind halt ein bisschen stabiler. Das heißt, jedes einzelne Bild ist irgendwie nochmal wie so ein kleines Geschenk. Und außerdem hat es an der Seite diesen weißen Rand, wo man ganz gut anfassen kann und die Bilder dann blättern kann. Ihr könnt sie aber auch super zu Hause auf dem Drucker ausdrucken und dann zurechtschneiden oder in der Drogerie. Und jetzt, wo die Bilder gedruckt sind, kann ich nicht anders, als das Daumenkino mal auszuprobieren. Und ich finde, es sieht echt schön aus. Und ich glaube, es ist eine tolle Überraschung, wenn man dann so die einzelnen Bilder umdreht und sich vielleicht erst wundert, warum sie recht ähnlich sind und dann das ganze Prinzip aber versteht. Diejenigen, die es jetzt ganz eilig haben, brauchen eigentlich nur noch die Rückseiten von 1 bis 24 nummerieren und fertig ist der Adventskalender. Oder ihr macht es so wie ich und gestaltet die Rückseiten noch schön mit einem schönen Papier und Masking Tape. Zum Aufhängen habe ich die Bilder einfach mit kleinen Foldback-Klammern an einer Lichterkette befestigt. Und zum 24. könnt ihr dann eine große Foldback-Klammer verschenken, mit der ihr alle 24 Bilder dann zusammenklemmen könnt und super blättern könnt. Und die kleinen Klammern kann man natürlich auch super weiterverwenden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir gerne ein Däumchen nach oben und zeigt mir eure Daumenkino-Adventskalender unter dem Hashtag YayDIY. Bleibt mir kreativ, ihr Lieben, und wir sehen uns im nächsten Video.